Ja, gerade eine Sendung von Coach Cecil geschaut wieder, der so ganz vieles zusammenfasst, auch Professor Rainer Mausfeld und die also quasi die Verschwörungstheorien von links und rechts und alles immer wieder. Der Tenor der Sendung ist natürlich wieder so als Feindbild aufzubauen, da oben die bösen, bösen Milliardärskönige und so weiter. Und das Böse kommt von oben und so weiter. Immer diese Spaltung, diese Feindbilder, was zu nichts führt, zu gar nichts führt, überhaupt keine Chance hat. Nur die versöhnliche Lösung geht. Natürlich stimmt es, dass alles schief läuft, ja? Das liegt aber daran, weil wir in der Menschheitsepoche der Marktwirtschaften leben, der kapitalistischen, der sozialen, der freien Marktwirtschaften. Dr. Markus Krall ist ja der Chefideologe der freien Marktwirtschaften, ja? Und da liegen das sind Irrtümer der Menschheit. Und liebe Milliardärskönige, lassen Sie sich nicht von diesen ganzen verrückten Verschwörungstheoretikern, die immer nur versuchen, so eine Hetze gegen sie zu machen und Feindschaften von Menschen gegen Menschen zu erzeugen, also Bürgerkriege oder Revolutionen gewaltsame zu erzeugen und so weiter, die ganzen Verschwörungshetzer von links und rechts sozusagen. Lassen Sie sich davon nicht stören, sondern lassen wir uns gemeinsam darüber nachdenken, warum die Marktwirtschaft Ihnen als Milliardärskönig schadet und warum sie dem Rest der Menschheit auch schadet. Und wenn etwas uns allen schadet, wie die Marktwirtschaft, dann sollten wir es doch beenden, so wie die Next Scientists for Future.de es vorschlagen, ja? Zum Nutzen aller Beteiligten, ja? Ohne. Ja, am Ende werde ich das auch nochmal, das naturwissenschaftliche Weltbild sozusagen, nochmal den Vorschlag wieder kurz zusammenfassen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den aktuellen Themen. Also eine Sendung im Internetfernsehen berichtete viele harmlose Fälle, also das, was ich schon vor Monaten, Wochen, Monaten befürchtet habe. Viele harmlose Fälle wurden ins Krankenhaus eingeliefert und dadurch kann ich natürlich dann auch sozusagen ganz schnell künstliche Überlastungszustände herbeiführen und die Tendenz des Irrtumssystems marktwirtschaftliche Medizin sozusagen neigt natürlich immer dazu, harmlose Fälle für gefährliche Fälle zu halten, ja? Das ist nun mal so, ja. Das ist und deswegen müssen wir ja die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern durch eine neuere Systematik, ja. Dann hier, ach so, das habe ich ganz vergessen. Ich würde empfehlen, die Next Scientists for Future.de als die neue WHO vorzuschlagen. Da können ja dann auch die Besten aus dem Bereich aus dem Bereich Wodarg, Bhakti, Hockerts, Schiffmann und Co., also diese guten, kritischen, nachdenklichen Ärzte, die also auch die eventuellen Fehler ihres eigenen marktwirtschaftlichen Medizinsystems reflektieren können, wenigstens in Teilen, die könnten ja da mit aufgenommen werden, sodass wir dann eben wir brauchen ja eine Instanz über Gesundheit in der Welt nachzudenken und Informationen rauszugeben, die möglichst absolut unabhängig von jeder pharmazeutisch-medizinisch-industriellen Komplex Interessenslage ist sozusagen. Also absolut unabhängig von irgendwelchen Geldflüssen in diesem Bereich. Und das haben wir leider auf der Welt nur in einer einzigen Instanz, beim Weltrat der Weisen und den Next Scientists for Future.de. Und alles andere sind interessierte Gruppen, die Geld machen wollen auf Kosten von Menschen, weil die Marktwirtschaft in jeder Variante nur das zulässt und nur das erlaubt,
Deswegen braucht man solch eine herausgehobene Ausnahmeinstanz wie den Weltrat und die Next Scientists for Future.de. Und anders geht's halt nicht, ja. So, dann war da ein Bericht oder es war eine Sendung, die mit auch um Sarah Wagenknecht kreiste. Und oder das war die eigene Sendung von Sarah Wagenknecht, ja, die so Gedanken wie die Rente sinkt ab wegen, die Rente sinkt ab wegen dem und dem. Und natürlich als Sarah Wagenknecht, als relativ linksradikale Denkerin sozusagen, die hat natürlich, führt immer die falschen Gründe an. Ich muss es noch einmal kurz erwähnen, ja, wo sind das hier? Die entscheidenden Denkfehler, die Sarah Wagenknecht macht, sind ja sozusagen die, alle Menschen sind gleich. Sie verleugnet also, dass wir aus DNS bestehen. DNS und dass jeder von uns ein Genom in sich hat und dass die Genome generell grundsätzlich Ungleichheitsgeneratoren sind. Das heißt also, dass jede Eizelle, jedes Kind, das geboren wird, ein Lotteriespiel ist, das in vielerlei Hinsicht mutiert, verändert, beeinflusst, Neukombination, Rekombination, Sie erinnern sich vielleicht noch an Crossing Over und aus dem Schulunterricht und so weiter, sodass wir also sozusagen die Erzeugung von Ungleichheit sozusagen das Wesen unseres Lebens ist und der naturwissenschaftlich erkannte Kern unseres Lebens ist. Das leugnet natürlich Sarah Wagenknecht weg und deswegen sinkt die Rente aus allen möglichen anderen Gründen, wo natürlich wieder irgendwelche bösen Reichen schuld sind oder irgendwas, ja, also auch wieder hier die Verschwörungstheorie und die Feindbilderzeugung und die Spaltung der Gesellschaft, ja, und sozusagen das Gegeneinander, der Hass und so weiter oder die Missgunst, der Neid und alles, ja. Ja, deswegen, dabei ist die Antwort ganz einfach. Generell haben dümmere Menschen kleinere Einkommen, denn sie konkurrieren wegen der Tatsache, dass wir hier keine Mauer haben rund um Deutschland, die also die Reichen vor der Flucht hindern könnte, konkurrieren die Ärmeren mit den Ärmsten in Afrika, in Indien und so weiter. Und dort arbeiten die Leute eben für 2 Euro am Tag. Da diesem Niveau gleichen wir uns an, weil wir immer mehr Kinder und Menschen haben, die so dumm sind, dass sie nicht konkurrenzfähig sind, immer weniger verdienen und deswegen automatisch natürlich zwangsläufig Renten mit immer mehr Renten bekommen, die unter dem Sozialhilfeniveau liegen. Das ist aber, dass das unter dem Hartz-IV-Niveau liegen. Aber das ist der normale Gang der Dinge, wenn man die falsche Bevölkerungspolitik macht, weil man ja glaubt, dass alle Menschen Genies sind, ja, und alle Kinder Genies sind und deswegen vernachlässigt hat, dafür zu sorgen, dass die Fähigen, die Innovatoren Kinder in die Welt setzen, die dann wieder neue Innovationen entwickeln, bei denen die dann hier auch ein Teil davon angestellt werden kann und gute Gehälter bezieht, weil sie Produkte helfen mitzustellen, die auf herzustellen, die auf dem Weltmarkt gefragt sind. Ja? Also hohe Löhne und hohe Renten können nur von leistungsfähigen Menschen ermöglicht werden und das ist eben, und Sarah Wagenknecht macht natürlich das Gegenteil, sie sagt, wir wollen diese noch mehr belasten, ja, und vielleicht auch so, dass die immer noch weniger Kinder bekommen, ja, und dafür die noch mehr Kinder bekommen, dann fangen die an auszuwandern, was angeblich ja schon massenhaft geschieht, die verlassen also das Land oder denken sie nur an solche Rennfahrer wie Michael Schumacher oder so oder all die anderen
Ich glaube, da wohnt keiner mehr, hat keiner mehr seinen Wohnsitz mehr und zahlt keiner mehr Steuern in Deutschland, ja, sondern die zahlen alle in für sie günstigeren Ländern ihre Steuern und Deutschland hat sie verloren, ja. Also das heißt, die Fähigen wandern aus. Und übrig bleibt das Land der Unfähigen und Dummen und dass die natürlich irgendwann auf afrikanischem Niveau enden und dann noch mit 2 Euro Rente am Tag, also 60 Euro im Monat Rente leben müssen, das ist dann eben genauso wie in Afrika und Indien und so weiter, ja. Und das sieht sie nicht, ja, weil sie sozusagen ihre krude Ideologie natürlich weiterverfolgen muss, ja. So, Schluck Wasser. Sarah Wagenknecht sagt also auch quasi, die Schuld hätte der Niedriglohnsektor. Aber warum ist denn der Niedriglohnsektor entstanden? Ich erinnere nochmal an Professor Hans-Werner Sinn. Der ist doch entstanden, weil man vor der Entscheidung stand, lässt man diese Leute hier völlig vergammeln in der Massenarbeitslosigkeit als gute Kunden, die den Hartz-IV-Ämtern sozusagen und deren Mitarbeitern gute Karrieremöglichkeiten ermöglichen und lässt die sozusagen verrotten in der sozialen Hängematte des Sofas vor dem Fernseher mit Bier und Chips und Drogen und so weiter und lässt die total verrotten oder bietet man denen eine Chance, noch am Leben wieder teilzunehmen, an der Gesellschaft teilzunehmen, dann halt mit 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro die Stunde Jobs, also mit Niedriglohnsjobs, also wo sie das kriegen, was sie auf dem Markt gesehen, auf dem Weltmarkt gesehen noch wert sind, nämlich dumme und schwach leistungsfähige sind eben nicht viel wert, weil da sogar manche ärmere Inder und Afrikaner leistungsfähiger sind als sie. Und das sozusagen, dadurch entstand ein Niedriglohnsektor, der aber ein Segen für diese Ärmeren ist, weil die sonst alle völlig verwahrlost auf den Couches völlig depressiv und verwahrlost kaputt gegangen wären, ja, und nur die einzigen Gewinner wären die Karrieremacher innerhalb der Arbeitsämter gewesen, die diese gewinnbringend verwalten, ja, sozusagen Karriere gewinnbringend verwalten, vergewaltigen, hätte ich beinahe gesagt, stimmt auch, ne. Und dann spricht sie wieder von Ausbeutung. Also das ist wieder so der Versuch, alle Kooperation, hier ein fähiges Kind entwickelt eine fähige Innovation, die ganze Welt von ihm kaufen will und er stellt Leute an, die ihm dabei helfen, dieses Produkt herzustellen und das wird sofort von Sarah Wagenknecht als Ausbeutung beleidigt und beschimpft. Ja? Das ist falsch, ja. Dann sozusagen noch, was ich hier vergessen habe zu erwähnen, ist ja auch noch, wie ist denn das mit den Reichen? Professor Sinn mahnt uns ja daran, ja? Es ist doch nicht so, dass die Reichen jetzt nun 10 Milliarden mal so viel konsumieren, wie die Ärmeren konsumieren. Ja, das ist doch nicht der Fall. Ja, natürlich gönnen die sich einen etwas höheren Lebensstandard und haben vielleicht auch, wenn sie dann mal nicht arbeiten, auch Genussmöglichkeiten, die ein bisschen intensiver sind, die aber letztendlich sich alle auch so im Rahmen unserer Konsumsucht bewegen, die wir auch haben. Also wenn die Alkohol trinken, das ist auch kein anderer Alkohol, als mit der normale Konsumsüchtige sich betäubt. Also insofern, sondern ein Großteil der Gelder, sie haben ja bewiesen, diese Leute, dass sie gut investieren können in Dinge, die Welt haben will. Das Dilemma ist ja nur, dass in der Marktwirtschaft natürlich sozusagen lauter schädliche Dinge verkauft werden, weil man mit schädlichen Dingen mehr Gewinn machen kann in der Marktwirtschaft als mit unschädlichen. Aber die Tatsache generell ist ja nicht schlecht, dass die in Dinge investieren, also und diese vielen Gelder verwalten. Und da sind sie auch in besserer Hand, in guter Hand, weil sie diese Gelder investieren in neue Projekte, die Welt haben will.
Das Problem ist nur, dass wir im Rahmen der Marktwirtschaft dabei natürlich ganz viele total schädliche Produkte haben, dass es sich eben leider ja in der Marktwirtschaft mehr rechnet, zum Beispiel in krankmachende Lebensmittel zu investieren, in neue krankmachende Nahrungsmittel zu investieren, als in gesunde Lebensmittel zu investieren. Ja? Oder dass es sich mehr lohnt, in Agrarmaßnahmen zu investieren und Agrartechniken, neue Agrartechniken, die Böden vergiften und uns Menschen alle vergiften, also zum Beispiel in Glyphosat zu investieren, als in eine in Bodenentgiftungs- und Reinigungsmedikamente zu investieren, weil die Marktwirtschaft die falschen Rahmenbedingungen setzt, ja, weil die Marktwirtschaft ein gesundes planwirtschaftliches Dach darüber braucht. Das werde ich ja jetzt nachher alles wieder noch ganz kurz erläutern, ja. Ja, vielleicht mache ich das nochmal ganz kurz, ja, weil er auch Markus Krall, Dr. Markus Krall, versteht nicht, dass der versteht eben auch nicht, was Deutschland abwirtschaftet, nämlich dass eben im Wesentlichen hier das zentrale Element, was Europa abwirtschaftet, ist die völlig verfehlte Bevölkerungspolitik, das Massenanwachsen der dümmeren Hälfte der Bevölkerung und das Massenaussterben der klügeren Hälfte der Bevölkerung. Und dass eben die Zuwanderung, dass nicht wir uns wie Australien und so weiter versuchen, auf die Fähigsten aus aller Welt zu beschränken und also ein Multikulti der kompetentesten der Welt in Europa zu gestalten, sondern dass wir dabei sind, ein Multikulti der unfähigsten der Welt zu gestalten. Und das wird Europa, so sicher wie das Amen in der Kirche ist, ruinieren müssen. Ja? Und darüber spricht Krall aber auch wieder nicht. Ja? So, und Dr. Markus Krall versteht eben auch nicht, dass das eben, sein Standpunkt ist ja quasi so, ja, ach, die Leute hier, dass die alle Zuckersucht haben und Alkoholsucht, Esssucht, ich karikiere ihn jetzt mal, Esssucht haben, Drogensucht und so weiter, das ist einfach, weil die sich nicht genug bilden und nicht genug aufklären und ihre Kinder deswegen falsch erziehen und sie nicht vor der Gefährlichkeit und den Unwahrheiten der Werbung warnen. Das ist also nicht das Problem der Marktwirtschaft und einer massenmanipulativen Werbung und so weiter, sondern das ist ein Problem, dass einfach die Eltern ihren Kindern nicht sagen, nee, die Werbung ist ja alles gelogen, das muss ja so sein. Das ist halt in der Marktwirtschaft so, ja? Und dass die das einfach nicht schaffen, da sagt er einfach, naja, das ist dann halt deren Pech, das ist dann, liegt ja nicht an der Marktwirtschaft an sich, sondern es liegt ja, dass die einfach irgendwie zu blöd sind irgendwie und nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu warnen vor Zuckersucht, Alkoholsucht, Esssucht, Drogensucht und so weiter, ja. Ja, und ja. Und ja, und der sagt eben, das kommt alles nur daher. Ja, und dann sagt er noch, ja, und außerdem kommt das alles ja nur daher, weil die Krankenkassen die Kosten übernimmt. Also die hier, die Dummen in der Gesellschaft, die gleiten ja nur deswegen und lassen ihre Kinder nur vergammeln in der Zuckersucht, Alkoholsucht, Esssucht, Drogensucht und so weiter, ja, weil die Krankenkassen ja alle Behandlungen übernimmt. Wenn die Krankenkasse die Behandlung nicht übernimmt, dann würden die ja natürlich einfach aufhören mit dem Zuckeressen, ja? Also er hat keine Ahnung von Menschen, null Ahnung von Menschen. Er verleugnet die Marktwirtschaft als Suchterzeuger, dass nämlich die Menschen
Menschen in der Marktwirtschaft so glücksreduziert sind, dass sie abhängig sind von diesen Konsumsuchtdrogen. Und auch wenn die Medizin, deren Behandlungen gar nicht, also die Krankenkassen, deren Behandlungen gar nicht mehr bezahlen würden, sondern die alle kleineren Beträge selber tragen müssten an Behandlung, dann würden die halt möglicherweise eben dann gar nicht mehr zum Arzt gehen, aber würden trotzdem noch Zucker kaufen, Alkohol kaufen und Drogen kaufen, ja, und würden dann halt nur noch schneller runterkommen. Aber sozusagen, weil er eben das zentrale Problem nicht erkennt, nämlich ganz kurz gesagt, ich deute es nur ganz schnell an, bevor ich es ja nachher nochmal mache. Also hier, wir konstruieren wieder den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution, und hier haben wir den tausendsten Früharzt und Frühhändler der Evolution. Und der erste lebt noch in der Wahrheit, aber wir haben leider schon die Bedingungen der Marktwirtschaft, sonst hätten wir den Händler ja nicht. Ja? Also wir haben irgendeine Variante der Marktwirtschaft, und das bedeutet, und er sagt, ja, ist toll, dass ihr so kommunistisch, matriarchal, sozialistisch lebt und so weiter, und dass ihr euch alle lieb habt und schmust und Sex habt. Und dann, ich liefere euch natürlich nur reifes, herrliches Obst, Gemüse, Wildkräuter, Pilze, Nüsse und so weiter. Also alles, was rein naturbelassen ist, das stärkt euer Immunsystem. Und dann braucht ihr mich als Heiler gar nicht, weil er dann so gesund und glücklich lebt. Und dieser Heiler sagt, nein, ist das eklig, euer Geschmuse, damit macht ihr euch ja krank, und dieses, da infiziert ihr euch ja alle ja mit so viel Sex und allem, das ist ja ekelhaft, widerwärtig, moralisch, unkeusch und unmoralisch und unschicklich und so weiter. Und sozusagen und außerdem hier, ihr könnt ruhig meine künstlichen neuen modischen Nahrungsmittel essen, die sind genauso gesund wie das andere und schmecken doch viel besser, sind doch viel bessere Geschmackschemikalien drin später und so weiter. Und könnt ihr doch alles essen, viel Zucker und Salz und Transfette und alles. Und ja, und Glyphosat spielt keine Rolle und so weiter. Das zerstört nicht euer Immunsystem. Nein, gar nicht und so weiter. Und ihr braucht einfach nur meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung, meine Operation. Es ist überhaupt ein Wunder, dass ihr überhaupt überleben konntet, ohne dass es mich gab mit all meinen Maßnahmen. Und der hält sich natürlich seine Menschen, die er beeinflussen kann und die ihm glauben, die hält er sich krank als Dauerpatienten, ja, und Dauerkunden, und dann kann er die ständig abkassieren und kann viele Kinder ernähren, hier 3 Enkelkinder, kann eine Großfamilie begründen und so weiter von Medizinprofessoren, und die führen jetzt die gesamte Menschheit in die Irre, weil wir immer noch nicht begriffen haben, dass wir in der Marktwirtschaft keinen Experten glauben, außer solchen Ausnahmephänomenen wie den Next Scientist for Future.de, wo mehrere Leute sich völlig außerhalb jeglicher wirtschaftlicher Interessen und marktwirtschaftlicher Zwänge gestellt haben. Nur die können sozusagen die Marktwirtschaft von außen betrachten und sagen, ja, jeder Experte, der innerhalb der Marktwirtschaft lebt, ist immer ein Irrtumsträger nach diesem Naturgesetz. Abläufen hier, ja, und diese Wahrheitsträger sterben tendenziell aus, es bleiben immer einige Wahrheitssucher zurück, wie man sie dann eben innerhalb der Next Scientist for Future.de gesammelt hat und wie wir sie jetzt auch finden in Form von Wodak, Bhakti und Schiffmann und Co., ne? Ja, also dieser ganzen Gemeinschaft aller Hunderten von Ärzten, die trotz der marktwirtschaftlichen Zwänge es wagen, Wahrheiten zu sagen, weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, immer nur diese marktwirtschaftlichen Irrtümer, diese gewinnbringenden Irrtümer zu formulieren. Ne? Ja,
Also die Marktwirtschaft selber, lieber Herr Krall, ist der Suchterzeuger und nicht die Tatsache, dass die Krankenversicherung die Leute quasi vor den finanziellen Schäden ihrer Sucht bewahrt. Die werden nicht süchtig, die ruinieren ihre Körper nicht aus Spaß, einfach weil sie ihnen die Sucht so viel Spaß macht und dann sie sagen, naja, die Krankenkasse wird es ja schon wieder richten. Sondern die ruinieren ihre Gesundheit, weil die Marktwirtschaft ihr Leben ruiniert hat und weil sie ihnen ihr Glück geraubt hat. Und deswegen sind sie süchtig, ja? Und das ist der eigentliche Mechanismus der Suchterzeugung, ja? Dann der berühmte Professor Sucharit Bhakti ist wieder aufgetaucht in einer Sendung bei Preradovic oder so ähnlich, Punkt, Punkt, so und so, P, Punkt, Sendung. Ja, da wieder die nochmal die Zusammenfassung des Ganzen und eine neue Studie mit dem Professor Ioannidis und den Überlegungen von Professor Bhakti dazu und seinen Daten dazufügungen. Die Corona-Impfung, behauptet er also irgendwie vom Tenor her, würde zu den sinnlosen Impfungen gehören, wenn sie jetzt entwickelt würden, weil sie auf kein stabiles Ziel treffen würde, nämlich einen sich nicht veränderten Virus, der nur innerhalb der Menschen vorkommt sozusagen und wo es sich lohnt, also sozusagen eine Impfung zu entwickeln, sondern hier haben wir es mit einem beweglichen Virus, einem stark mutierenden Virus zu tun, kein eindeutiges Ziel und da wird dann wahrscheinlich die Impfung daneben gehen, so wie die meisten Grippeimpfungen auch den Virus nicht richtig voraussagen konnten, die Mutante sozusagen, das Influenza-Virus nicht voraussagen konnten, meistens die tatsächlich kommt sozusagen in der Zukunft, ja, denn impfen müssen sie ja eigentlich in Bezug auf die Zukunft, ne? Ja, und diese Analyse der Sterbezahlen aller über 79, also alles, was 80 oder älter ist, wurde untersucht, weil man dort genügend Zahlen hat, weil da ist ja auch die große Risikogruppe mit den großen und vielen und häufigen Vorerkrankungen. Und da zeigt er, dass eben ein ganz großer Balken, ich mache es mal hier sozusagen, hier so, ich male mal, ungefähr so ein langer Balken stirbt davon ganz normal weiterhin an koronaren Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann stirbt ein etwas kleinerer Balken an Krebs, ja. Und dann stirbt so ein kleiner Balken grundsätzlich immer auch an Atemwegserkrankungen, wozu ja dann Corona jetzt als Neues dazu gehört. Aber an Corona direkt, alles was behauptet wird, dass es nicht mit Corona, sondern an Corona gestorben sei, bildet einen ganz kleinen Balken, egal ob in Schweden oder in Deutschland. In Italien ist der Balken ein minimal dicker als ein kleiner Strich sozusagen, weil da eben auch noch ganz viele andere tödliche Faktoren dazugekommen sind, ja. Und letztendlich aber deutet das an, dass also sozusagen Corona ein Teil dieser gesamten Atemwegserkrankungssterbeanteile ist, der in keiner Weise irgendwie auch nur ein bisschen in irgendeiner Weise mit den Todesursachen Krebs und koronare Herzerkrankung konkurrieren könnte. Und dazu müssten wir nicht eben die ganze Wirtschaft stilllegen, sondern wir müssten die ganze Lebensmittelwirtschaft planwirtschaftlich neuen Zielen aussetzen. Man musste also der Marktwirtschaft also ein Dach geben, ein planwirtschaftliches Dach, das nur noch gesundheitsförderliches, also koronare Herzkrankheiten verhindernde Nahrung belohnt sozusagen und nur noch krebsverhindernde Nahrung
Ernährung und Lebensstilförderungen sozusagen belohnt und alles andere nicht mehr. Ja? Also da, wir bräuchten einen Shutdown der Marktwirtschaft, indem wir ein planwirtschaftliches Dach im Sinne der Next Scientist for Future.de drüber liegen. Zum Beispiel die Wohlfühlnote, die Wohlfühlstimme könnte ein solches planwirtschaftliches Element sein, bei dem Dach sein, bei dem quasi alle zukünftigen Verdienste der Nahrungsindustrie und der Medizinindustrie und der pharmazeutischen Industrie von der nachgewiesenen Verbesserung der Wohlfühlstimmen der Kunden und der Gesundheitsdaten der Kunden abhängig gemacht würden. Das heißt, wir haben eine durch ein planwirtschaftliches Dach gelenkte Wirtschaft, die menschenfreundlich, gesundheitsfreundlich und umweltfreundlich sein muss, denn nur der Mensch kann nur gesund und mit Wohlbefinden leben in einer reparierten Umwelt und nicht in einer vergifteten Umwelt. Ne? Dann kriegen wir sauberes Wasser, saubere Luft und wir kriegen saubere Nahrung und saubere Medikamente, wenn wir sie überhaupt brauchen. Und all das Giftige wird rausgeschafft werden, weil die Wirtschaft am meisten verdient, wenn es uns gut geht und nicht am meisten verdient wie bisher, wenn es uns schlecht geht. Ja? Und das ist ja das Schlimme in der Marktwirtschaft. So, dann schauen wir doch mal. Also, und dann dass der Gesamttenor von Bhakti ist natürlich immer noch der gleiche. Das Corona-Geschichte ist nicht stärker als eine Grippe. Die Maßnahmen sind nutzlos, sinnlos und schädlich. Ja? So, der Tenor von Bhakti ist also gleich geblieben, trotz der neuen Untersuchung. Ja. Eine Sozialismus-Sendung, die sich um Definition von Sozialismus bemüht, weil da geht ja immer alles durcheinander. Es wird ja quasi immer der Sozialismus als das definiert, wo Verbrecher wie Stalin und Mao sozusagen den Begriff Sozialismus und Kommunismus und Planwirtschaft missbraucht haben, sozusagen. Also man. Und der bemüht sich mal um eine etwas realistischere Definition in dieser Internetsendung, Fernsehsendung. Und er berichtet eben auch über Sarah Wagenknecht, die schon so vernünftig sei, auch ungefähr ein planwirtschaftliches Dach zu fordern, wie die Next Scientist for Future.de, aber dann auch Märkte sozusagen wegen ihrer zentralen Steuerungsfunktion, die ganz gut sei, durchaus auch Marktelemente zuzulassen. Auch da ist es wieder sehr vernünftig von ihr. Ja? Was bei Sarah Wagenknecht aber fehlt, ist leider eben, habe ich ja vorhin schon erläutert, die Erkenntnis, dass die Ungleichheit und dass Leistung eine Rolle spielen muss, dass wir auch bei den Bonobos das Phänomen haben. Wo haben wir es? Die Bonobos sind ja die einzige urmatriarchale, urkommunistisch, ursozialistische Lebensweise, die zum Beispiel Professor Franz de Waal studiert hat, der gesagt hat, ja, das sind ja matriarchale Hippie-Affen, die, so ungefähr hat er das gesagt, geschrieben, die ja Make Love Not War praktizieren, ja, und so weiter. Also, und diese Bonobos, auch bei denen gibt es hier, da haben wir auch dort die hochleistungsfähigen Männer. Ja, und die anderen sozusagen. Und die hochleistungsfähigen Männer sind auch die wieder die, die die Leistung bringen, dass sie die besten, intelligenzmäßig es schaffen, die besten Nahrungspflanzen und Bäume der Region zu finden und dass sie dann sozusagen die Frauen und Kinder und auch die anderen Männer, die nicht so leistungsfähig sind, einladen dazu, ihnen zu folgen und dann schenken sie mit offenen Händen, auf denen die reifsten Früchte dieses Baumes liegen, schenken sie den Frauen und Kindern und den weniger leistungsfähigen Männern der Kommune diese herrlichen Früchte und dadurch geschieht eine ganz sinnvolle Bevölkerungspolitik, nämlich dass statistisch jetzt die Frauen lieben jetzt diese Männer, diese großzügigen, schenkenden Männer ihrer Kommune
mehr als andere und dadurch werden die Orgasmen stärker und dadurch kommt es zu einer größeren Befruchtungswahrscheinlichkeit, dass also aus diesem Spermienbereich sozusagen die nächsten Kinder in der Gruppe erwachsen und weniger aus dem Bereich dieser Männer zum Beispiel. Und das heißt, die haben bei den Bonobos total realisiert, eine Leistungsgesellschaft, die total liebevoll ist, in der niemand ausgegrenzt wird, in der es total sozialistisch und kommunistisch zugeht, aber mit darin steckender Leistungsgesellschaft und Leistungsmessung. Die Frauen beurteilen die Leistung der Männer und gewähren unterschiedlichen Zugang zu ihren Eizellen sozusagen. Und dadurch werden die zukünftigen Kinder der Kommune hauptsächlich von diesen Männern gezeugt hier. Und diese haben zwar auch viel Sex hier, aber die kriegen keinen Zugang zu den Eizellen. Und dadurch kann man sagen, das, was ich die ganze Zeit sage, eine gesunde Bevölkerungspolitik sorgt dafür, dass hier keine Kinder geboren werden. Und das machen die Bonobos ganz perfekt, dass hier nur ganz wenige Kinder geboren werden und hier die Masse der Kinder geboren wird. Ja? Und dadurch evoluieren sich die Bonobos und entwickeln sich weiter und werden nicht von anderen Säugetieren oder anderen konkurrierenden Tieren überrannt, ja, leistungsmäßig. Und genauso müsste jetzt auch Europa seine Bevölkerungspolitik gestalten, damit es nicht weiter abgehängt wird. Denn es ist ja schon abgehängt. Europa ist ja schon am Ende. Denn wer hat das Smartphone erfunden? Ja, das war doch in den USA irgendjemand rund um Steve Jobs oder Steve Jobs selber. Ja, die erfinden die Dinge, die die ganze Welt haben will. Auch wenn natürlich das Smartphone ein Teufelsgerät ist und im Rahmen der Marktwirtschaft die falsche Erfindung wäre. Es wäre natürlich viel wichtiger gewesen, wenn wir gesunde Nahrung erfunden hätten. Also Permakultur und neue Landwirtschaft erfunden hätten und so weiter. Ja? Aber so krank ist ja nun mal die Marktwirtschaft. Aber trotzdem ist es einfach so, dass die Deutschen einfach zu dumm waren, um das Smartphone zu erfinden. Ja? Und die Amerikaner waren nicht zu dumm dafür. Das heißt, Europa ist abgehängt. Ja? Nennen Sie mir irgendwas, was in den letzten Jahrzehnten die Deutschen noch an Weltbewegendem erfunden haben. Nichts mehr. Das Land der Dummen und Deppen ist Deutschland geworden, ja? Und Europa auch, ja? Da kommt nichts mehr, weil wir mit unserer Bevölkerungspolitik sozusagen genau das Gegenteil von dem machen, was die Bonobos machen. Bei den Bonobos lassen die Körper der Frauen, erlauben nur den fähigsten Männern den Zugang zu ihren Eizellen. Und diesen, das passiert nur ganz aus Versehen mal, dass die anderen Männer Zugang zu den Eizellen kriegen, trotz allen Sexes. Denn die Körper der Frauen entscheiden, ja, quasi so, ach ja, der hatte dieser Mann hier, mit dem habe ich auch Sex, ist auch ein lieber Kerl, aber der ist ein bisschen dumm und der hat uns noch keine guten Fruchtbäume geschenkt. Also dadurch wird der Orgasmus bei der Frau sehr gering ausfallen oder gar nicht stattfinden, sondern nur der Orgasmus des Mannes und dadurch kriegt dann seine Spermienarmeen kriegen keinen Beförderungsschub Richtung Eizelle. Also sozusagen wird wahrscheinlich hier jemand, der hier Spermien liefert aus dem hochfähigen Bereich, wahrscheinlich dann der Sieger sein bei dem Kampf und im Krieg der Spermien auf dem Weg zur Eizelle, wird dann hier jemand der Gewinner sein, ne? Ja, und also das ist die Zentrale, das fehlt Sarah Wagenknecht als die zentrale Erkenntnis, dass man eben auch in einer modernen europäischen Gesellschaft eben auch
mit dieser Ungleichheit umgehen muss, dabei auch Leistungselemente machen muss und dass man dafür sorgen muss, dass auch hier diese Männer und Frauen im Hochleistungsbereich die Mehrzahl der Kinder stellen und hier nach Möglichkeit gar keine. Ja, sozusagen. Das sind die Naturgesetze der Evolution und wer sich gegen die stellt, der kann das gerne machen, aber dann stirbt er eben. Ne? Dann stirbt er eben aus und dann ist der Abstieg Europas nicht mehr aufzuhalten. Wenn wir zu dumm sind, den größten Europäer zu verstehen, nämlich Sir Charles Darwin, ne? Und Alfred Russel Wallace, seinen Kompagnon im Geiste. Ne? Ja, dann gehe ich jetzt mal gerade auf den Text hier ein. Hier. So, was haben wir denn hier heute Schönes? Also, deswegen habe ich spaßeshalber mal unseren Sendern, die unsere Sendungen hier veröffentlichen, denen habe ich mal eine Definition zum Veröffentlichen geschickt, damit die mal was haben, weil die angefragt hatten, ja, was können wir denn solch einer Sendung, die versucht, Sozialismus zu definieren, als Definitionsvorschlag mal reinschreiben, ja, und da habe ich denen geschickt zum Posten sozusagen. Ja, echter Sozialismus wäre nichts von ihren Definitionen, also von denen ihres Versuches, lieber Sendungshersteller, Produzent, sondern echter Sozialismus und echter Kommunismus wäre das von selber sich, also wieder freiheitlich, also von selber freiheitlich wieder sich herausbilden, höchst sozialer, kommunistischer, urmatriarchaler Kommunen als häufige, freiwillig selbstgewählte Lebensform nach Beendigung aller Marktwirtschaften und Kapitalismen. Einziges Vorbild ist die einzige übrig gebliebene real existierende sozialistisch-kommunistisch-matriarchale Lebensform, Bonobos Panpaniscus. See you next, scientistsforfuture.de. Ne? Gut, so viel dazu. Ja. Und ich werde das aber natürlich gleich erläutern. Ich werde versuchen, wieder in 2 Minuten einen Abriss der Geschichte der Menschheit zu machen und im Ausblick, wie wir wieder alle glücklich werden können. Ja? Geldsucht, was mir auffällt, ist immer diese Sendung, die mir ja von den Internetplattformen ja als Fernsehsendungen empfohlen werden. Ja, das sind immer einmal die Geldsüchtigen. Ja, das sind immer die, die wollen jetzt mit der Corona-Krise natürlich Geld machen. Das sind die Geldsüchtigen, die Unbelehrbaren, die sagen, nee, Marktwirtschaft, einfach weiterlaufen, einfach Kohle machen. Und Kohle machen ist das einzige Lebensziel, was es gibt. Geld allein macht glücklich. Das ist die, die in diesem Irrtum leben. Ja? Das sind die Finanzirren sozusagen. Ja? Und dann haben wir die ganzen anderen, die ESO, Spiro und Psychoquatscher, die ganzen Spinner, die jetzt abzocken wollen, die jetzt Opfer suchen sozusagen. Und zwar in dem Bereich, es gibt ja eben jetzt Leute, die irgendwie ahnen, dass sie ihr Immunsystem stärken müssten und dass sie also jetzt bei Corona zum Beispiel sozusagen ein besseres Immunsystem brauchen würden. Aber anstatt dann sozusagen auf solche behutsamen Ratgeber wie die nextscientistsforfuture.de, wo alles kostenlos ist, zu hören, die also sozusagen auch zu größter Vorsicht mit irgendwelchen käuflichen Nahrungsergänzungsmitteln raten und nur ganz behutsam zu gucken, ob man vielleicht wirklich Vitamin D überhaupt braucht oder ob man wirklich Vitamin B12 wirklich braucht. Also mit aller möglichen Vorsicht und so weiter. Ja. Und die dann eben auch sagen, dass eigentlich müssen wir ja alles aus der Nahrung holen. Das Dilemma ist nur, haben wir überhaupt noch Lebensmittel oder haben wir auch nur im Gemüse- und Obstbereich auch nur noch Sondermüll? Ja, das ist ja die Frage, die zu klären wäre. Denn ein Bonobo ist keine Nahrungsergänzungsmittel, um das nochmal deutlich zu sagen. Also
ein Bonobo und ein Homo erectus wie vor 400.000 Jahren haben keine Nahrungsergänzungsmittel gegessen, ja? Sondern da war alles in der Nahrung drin. Also die lebten von Ursorten, wo wir vielleicht nochmal Rückzüchtungsversuche dann machen können und so weiter. Aber in denen war offensichtlich alles drin. Das ging auch gar nicht anders, denn in der Evolution kann sich doch gar kein Lebewesen entwickeln, das auf Stoffe angewiesen wird, ist, die nicht in seiner Umwelt massenhaft vorhanden sind. Ja? Das geht doch gar nicht. Das heißt, es muss doch eine Passung zwischen den Stoffen, die in der Umwelt von Homo erectus und von Bonobos vorhanden sind, und zwar massenhaft. Nur da kann doch ein Körper sich in einer Abhängigkeit von diesen Stoffen konstruieren. Ja, und es muss doch, von daher ist sozusagen Nahrungsergänzungsmittel natürlich nichts Natürliches, sondern etwas, was wir natürlich durch eine Reparatur unserer Nahrung und eine Renaturierung unserer Nahrung, sozusagen eine Renaturierung im Gegensatz zur laufenden Denaturierung unserer Nahrung, müssen wir also über die Renaturierung der Nahrung wieder jegliche Nahrungsergänzungsmittel völlig überflüssig machen. Schluck Wasser, sorry. Ja. Also, da haben wir jetzt also die Abzocke der sogenannten Spinner sozusagen, die jetzt einfach nur wieder, auch wieder nur der Geldsucht folgen und einfach nur Dumme suchen, die sie abzocken können, ja? Und das ist eben dann auch die andere Hälfte der Sendungen sozusagen, ja? Und davor kann ich nur warnen, ja? So. Und jetzt haben wir ja nur noch zum Schluss den Ultrakurzabriss der Menschheitsgeschichte. Also fangen wir wieder an. Unsere Urgroßeltern, gorillaartig, riesige Eckzähne, Rivalenkämpfe, Gewalt, blutrünstig, potenziell. Ja? Evolutionsprozess parallel zu den Bonobos Richtung Null-Eckzähne, hochsozialistische, kommunistische, urmatriarchale Lebensform, sozusagen immer mehr, noch viel pazifistischer als Bonobos, Beziehung zu den Nachbarkommunen, liebevoll, sexuell, erotisch und so weiter, statt kriegerisch und so weiter. Also Gewalt verschwindet aus Homo erectus vor 400.000 Jahren, das Maximum der Menschheit sozusagen, hochkommunistisch, hochsozialistisch, hochpazifistisch, hochurmatriarchale, nicht patriarchale Lebensweise, sozusagen mit glücklichen Kommunen, in totalem Einklang mit der Natur. Und dann kommt die Erfindung der Marktwirtschaft vor 400.000 Jahren oder vor 400.000 bis 140.000 Jahren muss die Marktwirtschaft erfunden worden sein, der Handel, der Tauschhandel, und dadurch entstand das, was ich vorhin geschildert habe, brauche ich nicht mehr wiederholen. Frühhändler und Frühärzte, die einen sagen die Wahrheit, die anderen irren sich und verbreiten ihre Irrtümer, die erweisen sich als gewinnbringende Irrtümer, die Irrtümer beherrschen die Welt, und wir werden überall von Irrtümern beherrscht, wie jetzt Professor Bhakti sagt ja letztendlich, wir werden gerade von Irrtümern gelenkt und nicht von bösen Verschwörern. Es gibt nicht die bösen Milliardärskönige, sondern wir müssen sozusagen, ja, wenn wir dann,
muss ich hier nochmal zurück. Wenn wir dann also jetzt die, zum Beispiel die Wohlfühlstimme oder eine andere der hunderten von Maßnahmenvorschlägen der Next Scientist for Future.de praktizieren, dann wird das gesamte Schädliche der Marktwirtschaft wird beendet. Sozusagen die wahrheitsorientierten Händler und Heiler rücken an die Stelle derer, denen die Erfolgsaussichten haben, weil alle Verdienstzuschläge zukünftig von den Wohlfühlstimmenentwicklungen und den Gesundheitsdatenentwicklungen der Kunden, der Mitarbeiter, des Umfeldes und so weiter abhängig gemacht werden. Dadurch entsteht eine Evolution Richtung Aussterbens der gewinnbringenden Irrtümer und überall haben wir dann zukünftig gewinnbringende Wahrheiten und diese Wahrheiten erlauben uns wieder ein gesundes und glückliches Leben und dann wirkt sich der Genbestand der Menschheit aus und es bilden sich die ersten rund um die Hausarzt-Gesundheitskommunen, bilden sich die ersten von den Hausärzten angeregten Lebenskommunen, Lebensgemeinschaftskommunen. Viele Menschen wollen freiwillig wieder versuchen, in Kommunen zu leben. Sie kriegen Hilfe von den Next Scientist for Future.de und den entsprechenden kostenlos weitergebildeten Hausärzten dafür. Und dann entstehen sozusagen durch diese kostenlosen Rat der Next Scientist for Future.de entstehen glückliche Kommunen. Diese laden wieder die Milliardärskönige mit ihren gesamten Familien ein, sich in diesen Hausarztkommunen, in diesen neuen Kommunen mitzuleben, zu Besuch zu kommen. Und wenn die dann bei den Besuchen so fasziniert von dieser neuen, alten, neuen Bonobo-Lebensweise sozusagen sind, und dass sie dort bleiben wollen, dann wird das ganz von selbst geschehen, dass diese geliebten Milliardärskönige wieder, so wie die Bonobos, wie habe ich es vorhin geschildert, wo ist es, sozusagen auch dort wird es wieder in den Kommunen dazu kommen, dass die meisten Kinder von den Milliardärskönigen stammen werden wegen der in dem Mutterleib der Frauen existierenden Bevorzugungsmechanismen für bestimmte Spermiengruppen und so weiter. Und dadurch kommt es dann dazu, dass wir sozusagen überall wieder die Fähigen wieder viele oder mehr Kinder haben, auch wenn wir müssen ja insgesamt mit der Bevölkerungszahl schwanken, aber die Masse der Kinder, die überhaupt noch geboren werden, werden dann wieder aus diesem Bereich stammen, so wie es bei den Bonobos ganz natürlich abläuft. Und hier werden kaum noch praktisch null Kinder geboren werden und wir werden Europa das erfolgreiche, kluge Europa sein wird, was wir uns ja alle wünschen, sozusagen. Ja? Und dann kann ja das Ganze auch von der ganzen Welt übernommen werden und dann wird die ganze Welt repariert werden. Und das habe ich ja schon oft genug geschildert, dass wir dann auch mit einem weltweiten Emissionshandel kriegen wir sowohl das Klimaproblem in den Griff, als auch alle anderen Probleme und anderen toxischen Emissionen in den Griff. Und dann haben wir wieder saubere Luft, sauberes Wasser, saubere Umwelt und so weiter. Ja, und von daher, also wir müssen eigentlich die Schäden der Marktwirtschaft wegräumen und dann können wir wieder das Paradiesische mit mehr moderner Technologie und mit moderner Technik können wir das paradiesische Leben, wie es unseren Vorfahren vor 400.000 Jahren gegönnt war. Wir müssen also alle Schäden der Marktwirtschaft beseitigen und der kapitalistischen Marktwirtschaft, der freien Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, der sozialen Marktwirtschaft, das Ludwig Erhard, deren Schäden müssen wir beseitigen und dann dürfen wir alle wieder in einem relativen Paradies leben. Wir wissen ja, dass DNS kein Paradies erlaubt, das gibt es nicht, aber das weitmöglichste Paradies dürfen wir dann erleben, so wie es die DNS zulässt, die nun mal unser Universum bestimmt. Es gibt eben keinen Planeten, der außerhalb sozusagen der DNS steht, ja, also und damit außerhalb des Naturgesetzes von Mutation und Selektion stünde. Ja, also so viel für diese Sendung. Tschüssi.